Hallo meine sehr verehrten Sportsfreunde, wir sind heute unterwegs in GTR 2 oder GTR 2, keine Ahnung wie man es original ausspricht. Wir werden einen 996er sowas wie Cup fahren, es sind zwar ein paar, also es sind nicht nur Cup Autos, es sind auch andere 996er Porsche dabei, aber alle so ziemlich auf Augenhöhe. Wir starten mal ins Qualifying und wir befinden uns in Spa. Ich bin gespannt, wie wir da so abschneiden werden. So und los geht's in unsere Qualifying-Runde. Gefahren wird, wie man sieht, mit Handschaltung, also H-Schaltung und Kupplung. Der GT3 Cup-Wagen meines Wissens nach wurde mit Kupplung geschalten. Aber dann die GT3 RSR und so weiter, glaube ich, dass die sequenzielles Getriebe haben. Aber aus Realismusgründen, um sicher zu gehen, fahren wir da mal besser mit Kupplung. Wir wollen uns da keinen Vorteil verschaffen. Gegnerstärke ist auf 100%. Ungewohnt ist auch, das ist Spa von, ich glaube, 2005. Anscheinend waren da die Curbs noch rot-weiß. Und die Schikane gegen Ende der Runde ist ein bisschen anders als aktuell. Der hinter uns macht jetzt im Qualifying schon Druck. So, diese Schikane meinte ich vorhin. Uns ein bisschen verbremst. So, jetzt gehen wir mal durchs Ziel. Nein, wir sind gar nicht ganz hinten. Position 23. So, da fahren wir mal die Formationsrunde zu Ende. So, jetzt heißt es mal aufpassen. Nichts passiert. So, nervöses Bremsen allerseits. Oh, da fährt er uns hinten drauf. Gelb, aber nur kurz. Ich glaube, das war der Bumser von hinten da. Ich hoffe, das Auto hat da jetzt nicht gelitten. Boah, da gibt er dann nochmal Gas. Dachte, den habe ich jetzt. Ah, wieder weit raus. Er zwingt uns rauszufahren. Hoffe, den halten wir jetzt hinter uns. Thank you.
springt das Auto sehr stark, keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, bei den ganz engen Schikanen und so weiter können wir da ruhig einmal auf die erste runterschalten. Muss man dann aufpassen, dass uns nicht weggeht, umschalten auf die zweite. So, ein paar Positionen haben wir dann doch gut gemacht. Sind wir im absoluten Mittelfeld mit Position 15. Vielleicht geht ja noch was. Wenn es mich jetzt nicht täuscht, ist das da vorne sein Teamkollege. Ich glaube, diese Beschriftung habe ich auch drauf am Auto. Ja, nur kann er besser fahren, wie es ausschaut. Auch vor unserem Teamauto matchen sich da anscheinend zwei aus demselben Team. Die Autos schauen von da ziemlich gleich aus. So, jetzt versuchen wir es doch mal mit der ersten. Also der bremst so ganz anders wie ich. Viel später. Das war blöd. Dafür haben wir die jetzt gut erwischt. Ich werde es jetzt innen versuchen. Haben wir auf jeden Fall den Weg abgeschnitten. Aber hat nicht schlecht funktioniert.
kommt er wieder hinten dran. Richtig blöd genommen, die Kurve. Beziehungsweise die ganze Schikane, richtig blöd, wird spät gebremst. Also die En Rouge heißt sie, glaube ich, die Passage gerade. Die könnt ihr auf jeden Fall besser fahren. Ich fahre das ja mit dem Standard-Setup. Gibt sicher etwas Besseres. Aber die Zeit, also zeitentechnisch passt das, glaube ich, schon recht gut. Was ich im Internet recherchiert habe, also da fährt die KI und ich schon ziemlich auf dem realistischen Wert. Da möchte ich dann eigentlich auch nicht schneller sein, ich will es ja relativ originalgetreu haben. So, an die Burschen da vorne komme ich irgendwie nicht dran. Vielleicht jetzt. Ich bin jetzt einmal relativ richtig gefahren. Bringt mir aber auch nichts, der Abstand ist wohl zu groß. Dann auch noch das. Und in der dritten. Also, ich glaube, die hatten jetzt Kontakt da vor mir, bin mir aber nicht sicher. Ein paar Probleme gab es anscheinend. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran. Na, fuck. Soll keinen anderen erwischen. Sie sind auch abgestorben. Kacke. Fahren sie natürlich zu Ende trotzdem. Das kann ja mal passieren. Schade. Bisschen übertrieben jetzt da. Wollte die zwei gelb-weißen Kollegen holen, aber das ist dabei rausgekommen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel vom Körper erwischt.
gibt auch nichts nach. Schneidet dann nach vorne rein. Richtig cool. Ah, das haben wir jetzt wieder ein bisschen blöd angegangen. Fahrt mir noch hinten einer drauf. Chaotisch. So, das müsste jetzt dann die letzte Runde sein. Haben wir richtig Kacke gebaut diesmal. Aber solche Rennen gibt es eben auch. Boah, der schenkt mir nichts. Eieieiei. Wollte eigentlich auf Kackkörper mehr rauffahren. Hey, was ist da heute los? Das gibt's ja nicht. Aber heute bin ich echt blöd. So, jetzt sind wir durch. Also die Boxencrew ist heute sicher erleichtert, wenn ich das Gerät wieder zurück an die Box stelle, denn heute sind wir richtig beschissen gefahren. Also ich glaube, wir sind von 23 gestartet, das haben wir jetzt wieder. Es waren gefühlt 1000 Fehler dabei, inklusive am Dreher, einen richtigen. Aber es kann eben nicht immer glatt laufen alles. Auch solche Rennen gibt's. Und genau sowas macht's aus. Man freut sich dann umso mehr, wenn es dann wieder richtig gut läuft. Ja, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Also der Mr. Ortelli ist erst geworden. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 161,86. Wir hingegen haben 153,70, also das ist Wahnsinn. Ich glaube aber, wie man sieht, wir sind mit dem GT3 R gefahren und das war dann doch schon ein RSR. Also der beste R war der Emmanuel Collard. Also der ist 157,93, also erheblich schneller wie wir. Ja, wie gesagt, das war's für diese Episode GT R 2. Also ich stehe total auf die etwas älteren Autos, also nicht nur die Nagen 9, sondern
Mir gefällt das schon so, also auch Anfang der 2000er und so, hat schon interessante Autos gegeben, so wie den 996er, das ist schon cool. Und ja, also ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal im nächsten Rennen wieder und da werden wir dann bestimmt hoffentlich besser abschneiden. Ja, ich wünsche euch nur das Beste, bis zum nächsten Video, also bis gleich.